Er hat Twitch komplett durchgespielt, ja moin. Hallo, schön dich zu sehen. Dank dir bin ich wieder bei besten Kräften. Sieh her. Zack, zack. Na schau, na schau, Alter. Muss aber trotzdem sagen, ich hätte es geiler gefunden, wenn er gestorben wäre. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Buck ist geheim. Das hat sich wohl so ergeben mit uns, hm? Nun, während ich mich erholt habe, hatte ich viel Zeit nachzudenken. Wenn alles vorbei ist, will ich nach Amerika reisen. Meine Freunde kämpften für unsere Überzeugungen weiter. Für einen neuen Morgen. Selbst als ich es nicht konnte. Deshalb weiß ich, dass Japan auch ohne mich zurechtkommen wird. Und ich will einfach alles sehen, was Amerika zu bieten hat. Das meiste müsste mittlerweile geregelt sein. Oder zumindest dachte ich das. Vielleicht habe ich mich geirrt. Aber trotzdem mache ich mir keine Sorgen mehr um die Zukunft. Bei dir, Katsura und Katsu, ist unser Land in den besten Händen. Brudi, kommt das vom Schlucken von gestern? Da würde es mir nicht wundern. Aber ich würde definitiv empfehlen, Tee und eine Lutschtabletten oder irgendwas. Nicht sofort natürlich. Ich warte erst, bis etwas Ruhe eingekehrt ist. So, das sagt auch immer meine Rede. Es tut zwar nicht weh, als es unangenehm. Aber vor uns liegen unterschiedliche Wege. Und deshalb müssen wir uns jetzt trennen. Zumindest vorübergehend. Eines Tages werden wir wieder vereint sein. Wir gehören nämlich zusammen. Ich habe noch eine letzte Bitte an dich. Es tut doch aber weh, weil er so klein ist. Schon komisch. Da kennen wir uns so lange, haben uns aber kein einziges Mal duelliert. Und in Amerika kann ich kein Schwert mit mir herumtragen. Lass durch einen Kampf den Samurai in mir zur Ruhe kommen. Gehen wir an den Ort, wo alles begann. Wo wir uns zum ersten Mal trafen. Zum Anwesen des Magistrats in Yokohama. Also was ist? Bereit für einen Kampf? Jetzt will jeder nur noch fighten gegen mich. Jeder will nur noch fighten. Aber ich muss trotzdem sagen, ich bin irgendwie enttäuscht über den Charakter jetzt. Jetzt bin ich echt enttäuscht. Ach, das wäre mies. Aber komm, ich weiß, du wärst der Letzte, der mir das antun würde. Also was ist? Gute Antwort, dann los. Let's go. Ah, schade irgendwie. Ich finde so, das war so irgendwie so ein bisschen so Potenzial in den Charakter, so dieses Ersatz. Als die Schwester, so irgendwie so, dass du trotzdem halt irgendwie so eine Art Bruder hast, eine zweite Schneide, zweite Seite der Klinge und alles drum und dran. Ah, ich find's schade, dass er geht. Ich find's echt schade, weil er charakterlich ist eher mein Liebling irgendwie gewesen. Der Horizont ist glasklar. Er hat wenigstens ein bisschen einen Schmäh gehabt immer wieder. Auch bei unserem ersten Treffen. Es ist, als wäre es gestern gewesen. Also dann, halte ich nicht zurück. Na, weil du bist wieder so ein Schießerer, das taugt mir überhaupt nicht. Weil du da jedes Mal mit der Revolver da herumtun. Das taugt mir nicht. Wie war, was war das, Haberer? Was war das, Abschi? Interessant, Alter, mit dem Schwert. Das war cool. Das war echt cool, Digga. Das hat mir taugt. Okay, der macht dreimal langsam, einmal schnell oder so anscheinend. Aber er verbraucht. Ja, das mit meiner Ausdauer, das ist da ein bisschen für den Arsch. Mit meiner Ausdauer, da kann ich scheiße gehen. Du kennst mich am besten. Ich halte noch einige. Hä? In der Luft? Oder jetzt spielt der Haberer noch Wanted, Alter, Haberer! Ich bin eher mehr begeistert jetzt, dass der Wanted spielt, der Habschi. Aha.
Wollt schon wieder nicht kontern? Was ist jetzt in letzter Zeit mit den roten Angriffen? Da will nix. Will nix kontern, der Hapsche. Und tschüss. Ja, das ist richtig schlimm. Richtig schlimm. Gewonnen. Sich mit dir zu messen, zeigt mal wieder, wie stark du bist. Tötest es nicht einfach und du gewinnst. Gekämpft habe, Stich. Kann ich ohne unerfüllte Wünsche gehen. Favoriten an ihren Stich. Wie gewohnt. Im 11. Bezirk bisteppert. Das ist das Ende von Ryoma Sakamoto, dem japanischen Samurai. So schnell hast du noch nie ihr Leben aus Schneiden gesehen. Von Ryoma Sakamoto, dem Weltreisenden. Das ist auch Fickerei, Alter. In deiner Schuld stehe. Und in Amerika kann ich es ohnehin nicht mit mir herumtragen. Das ist geil. Im Westen gibt es ein Sprichwort. Die dunkelste Stunde ist die vor dem Morgenrot. Ich bin überzeugt davon, dass Japan die Morgendämmerung schon bald bevorsteht. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir auch die letzten Probleme bewältigen. Und dann kann ich endlich mit einem guten Gewissen nach Amerika aufbrechen. Du musst immer wieder achten, ob du eh auch keine Kanonenkugeln oder sonst was eingesteckt hast, weil die sind schlimm. Und zweiter Tipp, wenn du zu voll bist, gib's immer deinem Partner. Ja, ganz genau. Gib ihm Scheißdreck deinem Partner, der wird dann eh gesagt gehabt, der ist zu voll. Aber der kann sich trotzdem dann noch normal bewegen. Ist immer ein guter Tipp. Sehr, sehr guter Tipp. Einfach immer den ranzigen Partner einfach alles geben. Oh, irgendwie schade. Oh, irgendwie schade mit dem. Er hatte so dermaßen viel Potenzial, ich weiß nicht. Der hat mir richtig gut gefallen. Schade. Aha, überragender Champion. Der hat wieder die Spezialfähigkeit gehabt. Klingenblitz, Blutanzeiger, KI-Regeneration. Auch interessant. Es wird aber mal noch Zeit, wenn ich da vielleicht ein bisschen vielleicht eher mehr in die Richtung gehe, dass ich da vielleicht ein bisschen was hergib. Oder was Besseres krieg. Das wäre super. Der ist auch wieder nicht. Ja, jetzt kriege ich, glaube ich, nur noch Champion, oder was? Fix. Ich krieg nur noch Champion-Sachen. Ah, ja, okay, dann... Hast du auch schon einmal gesagt gehabt, hast du aber auch schon einmal gesagt gehabt, aber da habe ich zu dir gesagt gehabt, hörst du, musst aufpassen, weil du dann gewisse Quests nicht erreichen kannst, wenn du keinen Partner hast. Weil dann ist dir halt das ein oder andere verborgen und das wäre dann doch auch ein bisschen schade um das Game dann, wenn du dann halt einfach das nicht machen kannst. Okay, da muss ich anscheinend noch warten, das ist gut. Dann holen wir sich da gleich Next Mission, eh klar. Vielleicht nur kurz einen Abstecher zu ihm, damit wir vielleicht das ein bisschen irgendwie ein bisschen auf Love machen können. Okay, ja, passt. Ja, wenn du es in Kauf nimmst, ja, dann ist ja auch wurscht. Du bist's. Dann ist scheißegal, Digi. Dann ist scheißegal. Was hast du? Ich möchte dir gerne. Wenn ich irgendetwas für dich tun kann, dann sag Bescheid. Okay, Champion, vernünftiger Samurai. Oh, da müsste ich nicht extra kaufen. Wir haben 170. Müsste ich nicht extra kaufen gehen? Zeig mal her, was hast du? Du hast wirklich Angriff Auge. Solo. Ja, kann man wechseln. Bin ich jetzt eher nicht so wirklich erfreut, aber kann man wechseln, ja. Was kann ich für dich tun? Das Kaffee, sicher, oder jetzt sind wir in Käuferlaune. Jetzt im Gönnermodus, Leute. Gönnermodus. Verstanden. Passt, Digi, ciao. Mehr Materialien? Bist du deppert, da hab ich urviel von denen. Ja, aber zahlt sich irgendwie nicht noch aus. Irgendwas? Zahlt sich irgendwie voll nicht aus. Karma-Gewinnung. Mhm.
Bitte, beehre mich bald wieder. Also wenn ich das jetzt eigentlich quasi dann zu mir nehme, habe ich mehr Karma? Oder wie soll ich mir das jetzt gerade vorstellen? Okay. Okay, alles klar, Digi. Dann machen wir ganz kurz beim Banner, würde mich jetzt aber interessieren. Na, wenigstens ein Fertigkeitspunkt, na immerhin.